Ja, immer alles neu. 2018, neues Jahr, neues Glück. Neues bringt neue Erlebnisse, ein neues Gefühl und einfach etwas Frisches. Neues Innovation, neues Aufbruch. Naja, alt ist schon in Ordnung, aber in Wirklichkeit stehe ich für neu, also für die Zukunft, und das ist ganz wichtig. Es gibt nichts Älteres als eine Zeitung von gestern, und die neue Ausgabe ist immer die nächste sozusagen, und das ist zukunftsorientiert. Darum geht's. Weekend würde es gar nicht brauchen, einen nächsten Schritt zu machen, sondern sind einfach perfekt unterwegs, und das taugt mir persönlich sehr. Was ist mein nächster Schritt? Das ist eine gute Frage. Also mein nächster Schritt wird einmal an eine der Bars führen, die da hinten sind. Das ist einmal ganz sicher. Da werde ich mir einmal einen schönen Drink mixen lassen, und dann werde ich die weiteren Schritte auf mich zukommen lassen. Ich weiß nicht einmal, was ich morgen mache, geschweige denn, was ich in einem Jahr tue. Ich bin froh, dass ich das Weekend-Magazin habe, weil da steht es dann drinnen. Mit der neuen Entwicklung über das neue Layout, finde ich, ist das ein richtiger Schritt, und ich bin sicher, dass sie weitere 12 Jahre mindestens bestehen werden. Und mit 12 kann man ja den Fahrradführerschein, glaube ich, machen, und man darf dann alleine schon Radfahren. Radfahren heißt Elektromobilität in der Zukunft. Ja, also alles Gute dem Weekend-Magazin, Happy Birthday, und dass die Mittelschule gut abgeschlossen wird, weil mit 12 ist man ja mittendrin. Das Schöne ist ja, ich werde heuer mit der Spar, oder die Spar wird heuer 5 mal 12 Jahre, also wir sind aus der Pubertät schon heraus und versuchen trotzdem halbwegs genauso jugendlich zu sein und zu bleiben wie das Weekend, und genau das wünsche ich dem Weekend. Jugendlich, frisch und so toll bleiben wie bisher. Also ich habe eher Angst vor den Bitchen, die jetzt dann mehr oder weniger kommen mit der Pubertät. Also freue mich auf eine Sturm- und Drangzeit, die jetzt auf uns zukommt. Meine Eltern haben sich mit mir grün und blau geärgert, wahrscheinlich auch meine Frau und ich über unsere Kinder, aber es ist das Schönste, Kinder haben zu können, und 12 ist ein tolles Alter. Es ist eine ganz wichtige Phase, weil man da alles ausprobieren kann, und ich rate dem Weekend-Magazin, so lange wie möglich nicht erwachsen zu werden. Es wird frischer, moderner und spritziger auf jeden Fall weitergehen. Wir dürfen als Agentur jetzt schon das Weekendfest 12 Jahre begleiten. Also das sind 12 Jahre voller Erinnerungen. Man trifft auch Freunde auf der Weekend-Gala, und das ist schön, es kommen die Leute zusammen, die sich gut verstehen. Es war immer großartig, und ich kann mich eigentlich an nichts mehr erinnern. Die Torte. Sensation, sehr gut, gut für die Figur. Ich wünsche dem Weekend-Magazin und eigentlich allen seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern alles, alles Gute. 12 Jahre ist eine schon stolze Leistung für so ein cooles und auch informatives Magazin. Weiter so, es ist hervorragend, und ich glaube, das wird mindestens noch einmal 120 Jahre großen Erfolg in der Steiermark bedeuten. Alles Gute. Und deine Mitarbeiterin natürlich auch Geburtstag. Happy Birthday. Liebe Sigrid, ich und auch Iris, meine Lebenspartnerin, wünschen dir alles, alles Gute. Wir sind sehr froh und stolz, dich im Team zu haben, und lass dich heute gescheit feiern. Ja, also Geburtstagsglückwünsche wünsche ich mir ohne Ende. Ich wusste gar nicht, dass es so viele Leute wissen heute. Also, grandios. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, liebes Weekend. Happy Birthday to you. Ihr seid die Geilsten.